Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Zu dem aktuellen Zeitpunkt siehst du gerade, worum es geht. Du siehst das Thumbnail, du siehst den Titel. Ich habe noch keine Ahnung, welches Pokémon von den dreien ich hier highlighten möchte. Wir schauen einfach mal. Wir gehen gleich in das Set und ich bin gespannt. Ich habe hinten einen Boltorus mit, da wir sehr, sehr viele Flug-Pokémon haben oder auch irgendwelche Eis-Pokémon. Und da kann das Ding natürlich ordentlich glänzen. Vielleicht kann das ein bisschen was reißen. Noctu ebenfalls sehr, sehr stark, Meditar ist mega cool und von daher vielleicht klappt's ja. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit. Ich erwähne regelmäßig, dass man mich mit einem Like, mit einem Abo oder auch mit einem Kommentar unterstützen kann. Damit das nicht immer nur so dahergesagt ist, habe ich mal wieder überlegt, hey, man kann dieses Nachfragen, dieses Rumbetteln nach dem Kommentar, kann man ja auch wieder mit einer Kleinigkeit verknüpfen. Das wiederum bedeutet, es würde mich freuen, wenn du einen Kommentar reinschreibst mit einem bestimmten Pokémon. Irgendwas, worauf du Bock hast, das zu sehen. Du schreibst es rein und dieses Pokémon wird vielleicht gezockt. Es ist davon abhängig, wie viel Likes dein Kommentar hat. Wenn du jetzt reinschreibst, keine Ahnung, irgendein Pokémon und das hat dann 3 Likes mehr als ein anderes reingeschriebenes Pokémon, werde ich deins übermorgen zocken. Ihr habt, für euch ist es morgen, für mich übermorgen, also das kommt dann morgen halt, ne? Denn wie gesagt, heute ist Dienstag, ihr seht das Video einen Tag später und dann wiederum am Donnerstag wird dann dieses Set kommen. Und ihr habt Zeit, heute bis 18 Uhr irgendwas noch reinzuschreiben. Ich bin gespannt, falls ich dieses Pokémon nicht besitze, werde ich dann versuchen, irgendwas anderes zu wählen. Ich bin mir dann nur nicht sicher, was ich machen werde. Es ist natürlich schade, wenn dein Kommentar die meisten Likes hat, ich das Pokémon aber nicht habe. Muss ich dann, weiß ich noch nicht, ob ich dann einfach den zweitmeist gelikten Kommentar nehme oder irgendwas Neues aushandeln mit demjenigen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so ein eigenes Risiko. Von daher nehme ich dann, glaube ich, einfach den zweitmeist gelikten. Ich würde jetzt am besten, oder ich empfehle euch, keine regionalen reinzuschreiben. Mir fehlen da nämlich noch sehr, sehr viele. Von daher ist da die Chance gering, dass ich, bis auf die Standarddinger, die man so hat, durch Events, habe ich gefühlt keine. Von daher, schreibt mir gerne einen Kommentar und ich kann das Ganze so ein bisschen verknüpfen. Es hilft, den Algorithmus zu triggern. Der Algorithmus sorgt dafür, dass mein Video empfohlen wird. Das heißt, umso mehr Likes, umso mehr Kommentare und so höher die Watchtime ist, umso mehr wird dieses Video anderen Leuten empfohlen, die vielleicht meinen Kanal noch nicht kennen. Von daher wäre eine feine Sache und ich glaube, da gewinnt jeder durch. Und ich bin gespannt. Das hatten wir schon mal gemacht, das kam ziemlich gut bei euch an. Und ich bin wirklich gespannt, welche Pokémon da rumkommen. Dein und... Oh, ich weiß jetzt schon. Oh nein, Alter. Ich sag jetzt schon... Ich kenne jemanden, der mit K anfängt und der mir irgendwelche Enten reinschreiben wird. Egal. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn du ein Abo da lassen könntest. Jetzt starten wir mit diesem Team. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich den Eishieb nicht mit habe in der aktuellen Flugmeter. Viel Spaß und let's go. Wir gucken einfach mal. Ich darf am besten kein Flug-Pokémon in der Führung haben. Und auch, das ist geil. Das ist geil. Am besten musst du irgendwas reinholen, was mein Boltorus besiegt, weil das will ich ja irgendwie auch loswerden. Von daher mal gucken. Wir beginnen mit den fetten Konterschaden. Guck mal, ich tue erstmal so, als hätte ich einen Eishieb mit 6 Sofortattacken. Du bist jetzt bei 7. Eine weitere, du hast Erdbeben. Ja, danke, dass es hängt. Perfekt, ich wollte gar nicht komplett aufladen. So, du hast Erdbeben, bam, setzt es ein. Es lohnt sich nicht für dich zu ködern. Du schaffst keine weitere Attacke mehr. Und ansonsten, das macht die Hälfte. Das ist okay. Okay, du gehst raus, jetzt komme ich hier mit rein. Du hast an sich nichts, was du mir hier entgegenwerfen könntest. Ich hätte vielleicht mit Boltorus reinkommen können. Das Gute ist aber auch, ich weiß, dass dein Flunschlick keine Energie mehr hat. Und das hat zur Folge, dass ich diese ganze Matchup-Geschichte hier gut ausspielen kann, denn ich kann dich da mit dem Spukball schon ordentlich runterdrücken. Ich versuche jetzt hier komplett runterzufahren, dass ich hiermit wirklich viel Energie raus... ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Schaden macht. Ich habe nicht mit so viel Schaden gerechnet. Miesen.
Das ist doch. Spielst du Flunschlick, Doppelpflanze, wäre ziemlich, wär ziemlich spicy, ziemlich, ziemlich spicy, da du schwach gegen Feuer bist und du bist jetzt bei 2 Sofortattacken. Ich könnte versuchen, deinen Steinhagel abzufangen, den du nach 3 weiteren Sofortattacken hast. Sollen wir das machen? Das heißt, okay, 1, 2, 3 wird leider nichts, 4, 5, 6, ich wäre gern raus. Warte mal, war das jetzt 6 oder hast du mehr aufgeladen? Habe ich mich jetzt verzählt? Wie viel hast du jetzt drüben gemacht? Okay, ich weiß es nicht. Du hast jetzt noch einen gemacht. Da könnte noch ein Pflanzen-Pokémon hinten sein. Ich mache noch 2 Attacken. Warte mal, nehmen wir mal an 6, 7, 8, 9, 10. Ah, schade. Oder doch? Vielleicht habe ich hier doch einen Steinhagel abgefangen. Ich bin nicht sicher. Ich habe irgendwo den Überblick verloren. Wenn es Erdbeben ist, war es das. Es ist aber auch nicht tragisch. Jetzt komme ich hiermit wieder rein, habe mehr Energie als du und der Spukball besiegt dich. Das ist schon mal klar. Ich gewinne den Gleichstand, was selbstverständlich schmackhaft ist für meine aktuelle Situation. Das heißt, du gehst mit Energie drauf und das war's. Und wir dürfen dein letztes Pokémon sehen, oder? Pelipper. Okay, Boltoros freut sich da auch, kriegt aber dennoch Schaden. Nett ist halt, dass ich hier noch den Move rausbekomme. Du hättest vorher einen Metrologen gehabt. Den hat man nach 5 Sofortattacken, den ersten. Das wiederum bedeutet, den hättest du hier locker flockig reindrücken können. Farmen kannst du nicht. Mm-mm, kannst du nicht. Du hast es versucht. Du hättest dann meinem Pokémon, welches danach reinkommt, versucht vielleicht einen Orkan zu drücken. Das hätte aber nicht mehr geklappt. Also, Noctu war mega geil in diesem Kampf. Ein super, super starkes und empfehlenswertes Pokémon. Und zu Recht ein echt gehyptes. Das Ding ist stark, das kann man gut nutzen, es ist vielseitig und es ist dazu noch sehr, sehr defensiv. Also ich muss schon sagen, die Verteidigung von diesem Pokémon, die kann sich sehen lassen. Das bei diesem Typen und bei einem Flug-Pokémon finde ich ganz geil. Wir schauen einfach mal, wie es hier weitergeht. Ich möchte hier wieder ein paar Punkte holen. Zwolok, du hast Body Slam und Gegenstoß in der Regel, könntest aber auch einen Stromstoß haben. Wir fangen hier erstmal an, Schaden zu verursachen. Das ist ja an sich nie verkehrt. Zack, da ist meine 7. Sofortattacke gewesen. Jetzt hätte ich auch eingesetzt, aber jetzt machen wir eine Sofortattacke und dann die... Ah, du spielst Stromstoß. Das kann ich erstaunlicherweise mega gut wegstecken. Danach würde ich dir ganz gerne diesen Move drücken. Und jetzt mein Boltoros loswerden? Ich glaube Boltoros. Man will selbstverständlich nicht mit seinem Flug-Pokémon hier rein, aber auch hier tut der Surfer weh. Da ist aber mein neues, Anführungszeichen, ist glaube ich seit letzter Season in meinem Team, in meinem Besitz, XL-Boltoros ist, kann das natürlich hier die ein oder andere Attacke wegstecken, was mich freut. Das ist immer so ein geiles Zeichen. Ja, Zwolok wird mir gleich richtig wehtun. Und ich glaube, ich werde mir hier noch ein bisschen Energie holen, sonst bin ich Free Futter für dich. Und das will ich gar nicht. Das heißt, wir setzen jetzt danach ein. Du könntest zwar schilden, aber ich hoffe, ich überlebe die Attacke noch und habe mich nicht verschätzt. Das wäre mies, wenn ich mich da verschätzt habe. Perfekt. Der Plan geht auf. Jetzt kann ich hier einsetzen, du holst dir mit Zwolok ein bisschen Energie. Vielleicht 3 Sofortattacken oder 2, bis ich weg bin. Ich habe auf jeden Fall den Wechsel auf meiner Seite. So 1, 2, doch genau 3 und jetzt hätte ich meine Attacke gehabt. Ich muss aber hier mit rein. Ich habe keine andere Wahl. Ich schilde hier, glaube ich, den Stromstoß. Hoffentlich ist es einer. Ich brauche nämlich Meditales noch. Jetzt ist es der Body Slam. Eklig. So. Okay. Wow. Wow. Bruder, du verdienst den Win. Du verdienst ihn so hart. Alter, ich habe noch nie ein Ho-Oh Apex in der Superliga gesehen. Ist es Apex? Nee, ist es ein normales Krypto. Habe ich aber auch noch nie gesehen. Wie geil bist du denn? Wie geil bist du denn? Läuterfeuer. Ist es doch das Apex? Mein Angriff sinkt. Tatsächlich. Okay, krass. Das ist crazy. Ich habe das... Boah, wie schmackhaft wäre das denn gewesen, dir eine Stein... Dings da, eine Stein... Dings, wie heißt der Move? Katapult zu drücken. Alter, wäre das gut gekommen.
Bitte setz nicht ein, perfekt. Danke, dass du dich verzählt hast. Das ist gerade so wichtig für mich. Das ist so wichtig, du hältst hier nichts aus. Du bist ein Meister, dicker Pokémon. Du hast hier absolut keine Defensive und du gehst drauf. Das freut mich. Ah, an sich müsste ich eigentlich aufgeben und dir den Win geben. Aber das machen wir jetzt nicht. Das wollen wir nicht. Wir gehen hier raus, weil mich hier ein Stromstoß, glaube ich, noch nicht besiegt. Und drüben, egal, ist eigentlich gehopst wie gesprungen. Du schwächst dich jetzt ab, mein Konter wird dich dadurch besiegen. Bam, ich brauche auch nicht mehr einsetzen. Mister, ach, das war super. Es war super, hier in Ho-Oh zu sehen. Ich hätte das gerne mit Katapult weggeklatscht. Durch diesen Verteidigungsbuff, diese 20% Minus, die ein Krypto hat oder Apex in dem Sinne, das wäre schmackhaft. Da einen Katapult reinzuzimmern, das wäre geil. Du hattest deine Attacke ready, hast aber versucht, dir noch eine Sofortattacke extra zu holen. Oder habe ich jetzt nicht aufgepasst? Ich bin mir nicht sicher. Die Möglichkeit besteht, ich passe selten auf. Es ist gut, dass ich in diesem Matchup Psychokinese mit habe. Egal, was passiert, ich darf später nicht mit meinem Boltoros gegen dich kämpfen. Ich setze direkt Psychokinese ein, ich gewinne den Gleichstand. Werde ich bei der nächsten Psychokinese ködern? Ist das was? Ich lasse deine erste Attacke auf jeden Fall durch, weil ich die Sorge habe, du köderst. Das wäre nämlich mies, da hätte ich keinen Bock drauf. Hast du hinten? Oh, okay. Das heißt, eins. Warum gehe ich hier rein? Warum gehe ich hier rein? Warum komme ich nicht mit Boltoros? Ich habe mich verklickt. Ich habe nicht aufgepasst. Alter. Okay. Konzentrieren und versuchen, aus dieser Situation noch irgendwie herauszukommen. Es ist aber ziemlich cool, welches Team du da hast. Die ersten zwei Pokémon von dir gefallen mir schon mal. Wie geil wäre jetzt Boltoros gekommen? Einfach komplett runterfarmen. Das wäre sau nice geworden. Das wäre richtig nice geworden. Schade, dass das nicht funktioniert. Interessant, habe ich bessere PvP-IVs? Oder warum sah das mit deinem KP so aus? Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Schaden verursacht. Weil da noch ein Konter gerade ankam? Hast du dadurch mehr Schaden? Weiß ich nicht. Ja, tatsächlich, ich kriege den Wechsel. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Mies ist nur, dass du hier farmen kannst. Ich kriege zwei Sofortattacken und komme selbstverständlich jetzt hier mit rein. So. Ach komm, weißt du was, wir bauen auch gar nicht mehr auf Psychokinese auf. Es lohnt sich hier nicht mehr. Vielleicht glaubst du, es ist ein Eishieb. Ich hätte noch eine Sofortattacke machen können. Ich will aber, dass mein Konter mehr Schaden macht. Das ist hier auf jeden Fall mein Plan. Ich werde hier schilden. Ich darf mir keine Konter bei meinem Boltoros erlauben. Kommt jetzt ein Flug-Pokémon von dir rein? Du spielst mit Eishieb. Ich krieg dich gefarmt. Oh, oh, Glurak, Kuckuck, Ibims, ein ich zerstöre dich. Geil. Geil, Katapult drückt so viel. Ich kann eine Lore-Kanonade problemlos durchlassen. Mega. Es ist eine Drachenklaue, okay? Der Köder bringt absolut nothing. Lass mich dich farmen, bitte gib nicht auf. Bitte gib nicht auf. Oh, ist das schön. Ist das schön. Komm, wir nutzen unseren Schild. Warum nicht? Ich will, dass Boltoros gleich Meditalis runterfarmt. Yes, sir. Ist das geil. Ist das geil. Boltoros, du altes Biest. Wo kommst du her? Jetzt hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, gegen ein Feuerflug-Pokémon damit anzugreifen. Und ich weiß immer noch nicht, wer der MVP für dieses Video wird. Ich habe keinen Plan. Aktuell, in diesem Kampf, gefiel mir Boltoros, aber auch mein Noctu hat selbstverständlich wieder gute Arbeit geleistet. Oder werde ich das ganze Team hervorheben? Ich finde das immer schwierig. Ich tue mich damit schwer, das sind immer alles Momentaufnahmen. Und ich will dann auch nichts zu sehr hypen. So, von daher. Aha, das ist schon mal gut, das hier rausgelockt zu bekommen. Das ist sogar sehr, sehr gut. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ich brauche den Wechsel, den werde ich mir holen, damit später mein Boltoros gegen Noctu kämpfen kann. Vielleicht werde ich das ganze Team erwähnen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich bin kein Fan davon. Ich will das jetzt nicht so hochhypen, weil das immer so Momentaufnahmen sind. Das heißt, nur weil es gerade jetzt bei mir in diesem Set gut läuft, heißt es nicht, dass es in den darauffolgenden Sets bei mir gut läuft oder, wenn du es spielst, direkt bei dir gut läuft. Von daher, es gibt niemals wieder diese gleichen Matchups.
es wird nicht passieren, dass das identisch bleibt. Von daher finde ich das immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, so für das Video sah es jetzt nicht verkehrt aus. Ich muss mal schauen, wie da mein Mittelweg ist. Ich mag dieses OMG Top Team Meta Zerberster sein Onkel. Ich mag diese Titel nicht. Von daher, mal gucken. Ich würde es cool finden, wenn du dann hinten noch einen Boltoros selbst hast oder irgendwas in die Richtung wie Flunschlick, weil dann kann ich mit meinem wundervollen Meditalis dich wegzimmern. Wechsel zu holen war sehr wichtig, wirst du aber noch selber spüren, mein Freund. Farm ruhig unter. Farm runter, die Energie bringt dir nicht allzu viel. Jetzt kommt Kollege. Guck mal. Okay, dann kommen wir hier mit rein. Chelka rein. Ja, alles klar. Wir machen hier alles über Steigerungshieb und Konter und werden später schilden. Deine Weiterentwicklung beherrscht Bodenattacken. Sowas wie Sandgrab, tust du das auch? Vielleicht schilde ich auch hier schon. Warum sollte ich hier drauf gehen wollen? Ach komm, wir machen das jetzt einfach. Body Slam. Ja, gar nicht so schlecht, den zu schilden. Ich werde dich jetzt hier vielleicht sogar runtergefarmt kriegen und gegen Noctu mache ich noch einen doppelten gesteigerten Konterschaden. Der ist neutral und der würde dir auch Schaden rauszimmern. Du gibst auf. Perfekt. So, Wechsel zu holen war sehr, sehr wichtig. Ich bin froh, dass Sumpex das einfach so hergegeben hat. Sumpex erreicht nämlich die Sofortattacken, durch die Sofortattacken seine schnellen Ladeattacken extrem früh. Weshalb er mich outspeedet. Er hat generell immer seine Attacken einen vorher als ich und die zweite Aquabits hatte sogar zwei Sofortattacken vor mir. Weswegen das ganze Matchup für mich jetzt nicht unbedingt das Idealste ist. Aber so im Großen und Ganzen war das jetzt gar nicht so verkehrt. Ich glaube aktuell, es müsste bis jetzt ein 4:0 sein. Ich glaube schon. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Meditalis gegen Pelipper will man jetzt nicht unbedingt. Aber ich will mal gucken. Kennt er die Frau? Will mal gucken? Ich gehe hier rüber. So, Pelipper gegen Noctu. Die Schüssel gegen die Eule. Bitte fang nicht ab. Schmackhaft. Den Schaden hier rauszubekommen, finde ich jetzt nicht unbedingt tragisch. Es gibt Strategien, da wartet der Gegner, bis man selber einmal eingesetzt hat und geht dann raus. Er ist nicht so einer. Er ist guter Junge. Werde ich hier schilden, weil so ein Orkan wäre doof, ne? Komm, ich habe dir einen Schild abgeluchst, du kriegst auch einen von mir, denn ich bin nach der Sofortattacke. Oh, ist das wichtig. Du hast gerade so viel Energie weggeschmissen. Ja, du kannst mir jetzt gerne Metrologe drücken, gar kein Thema. Du hast gerade so viel Energie rausgeworfen, das ist der Wahnsinn. Es ist super schmackhaft gewesen, das zu schilden. Das war extrem wichtig. Bekomme ich deinen zweiten Schild? Ich bin gespannt, Noctu kann hier scheinbar als Safe Switch auch abgehen. Okay, ich brauche nur noch zwei Attacken und zack, perfekt. Ich glaube, dass dieser Schaden ausreicht und ich habe tatsächlich noch mit einem Schild hier diesen Wechsel holen können. Wenn nicht, mache ich noch eine Sofortattacke und besiege dich danach. Hat's hingehauen, perfekt. Oh, das ist ja mal nice. Deine Attacken resistiere ich und meine sind neutral gegen dich. Wenn das jetzt die Spiegelsalve ist, könnte ich die potenziell noch überleben. Müssen wir mal schauen. Blattgeißel zimmert mich weg. Jetzt komme ich hier rein und mache Konterschaden. Oder auch nicht. Jetzt komme ich hier rein und farm runter. So, mein Freund. Es sieht doch wirklich schmackhaft aus. Boltoros darf jetzt hier die Station nochmal klären. Ich habe nämlich einen Flammenwurf, der gegen beide Typen drüben effektiv ist. Was mich natürlich auch in eine sehr, sehr günstige Situation bringt. Ich kann das hier durchlassen. Die XL-Tonne ist am Start und der Gegner keinen Bock mehr. Sauber. Hey, ich glaube, dieses Team kann ich euch komplett empfehlen. Versucht es, zählt mit, passt auf die Typeneffektivitäten auf und konzentriert euch. Ich hasse es. Ja, guckt euch meine Bälle an. Ich bin schon wieder im Sparmodus, ne? Komm, die Tränke brauchen wir nicht. Die Beleber brauchen wir nicht. So. Okay, den Staub nehmen wir mit. Ich hatte, by the way, über den Battle Day ein legendäres. Habe ich euch noch gar nicht erwähnt. Ich hatte einen Zirkrom. Ja, habe ich euch verschwiegen. Eiskalt. So, knackiges 5:0 mit diesem Team. Es hat mir wirklich eine Freude bereitet. Wie gesagt, ich bin auf eure Kommentare gespannt.
Wenn ihr einen Kommentar reinschreibt zu irgendeinem Pokémon, macht das Pokémon nach ganz oben und darunter den Text, wenn ihr irgendwas zu dem Set schreiben wollt. Denn für jeden soll ja auch direkt ersichtlich sein, dass es um dieses Pokémon geht, was geliked werden soll. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.